Hungerbericht. Der enthält die Zahlen der UNO über das Massaker, falls mich jemand angreift. Aber das hier ist es, was mich motiviert, verstehst du? Und die Erklärung der Menschenrechte. Was es bedeuten sollte, ein Mensch auf der Erde zu sein. Das sind die Waffen für den Aufstand des Gewissens. Jean Ziegler kommt in Thun zur Welt, einer Kleinstadt in der Deutschschweiz. Er erinnert sich an liebevolle Eltern und an eine friedvolle Kindheit in einem friedlichen Umfeld. Das Elternhaus ist calvinistisch, der Vater Richter und Oberst der Schweizer Armee. Die Werte der Welt, in der Jean Ziegler aufwächst, haben mit Verdienst und Anstrengung zu tun. Ora et labora, hört er regelmäßig. Bete und arbeite. Für Jean scheint der Weg vorgezeichnet. Doch auch in diesem privilegierten Umfeld gibt es soziale Ungerechtigkeit. Jean Ziegler erlebt sie zum ersten Mal in den umliegenden Dörfern. Die Lebensumstände der Waisen oder Kinder der Armen, die ihren Familien entrissen wurden, um auf Schweizer Bauernhöfen zu arbeiten, lehren ihn, dass es noch eine andere Welt gibt. Die Welt hat ihre unabänderliche Ordnung, sagt ihm sein Vater. Man habe den Platz, der einem zugewiesen wurde. Gott habe die Welt so gemacht, wie sie ist. Aber diese Welt will Jean Ziegler ändern. Er lehnt die Vorherbestimmung ab. Es kommt zum Bruch. Er zerstört das Glück, das ihn umgibt, aber auch erstickt. Nach Abschluss der Schule führt ihn sein Wissensdrang nach Paris. Hier geht es intellektuell und politisch hoch her. Hier lernt er die Welt und die Freiheit kennen, erinnert er sich. Jean Ziegler tritt den kommunistischen Jugendorganisationen Jeunesse Communiste und Clarté bei. Er verkehrt mit Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir und wird in der Zeitschrift Le Temps Moderne veröffentlicht. Mit einem Doktortitel in Rechtswissenschaften und Soziologie wird Jean Ziegler von den Vereinten Nationen engagiert. Er reist in den Kongo, der unter der Führung von Patrice Lumumba gerade seine Unabhängigkeit errungen hat. Dort schreibt er sein erstes Buch. La guerre, à mon avis, est inévitable entre Afrique révolutionnaire et Afrique contre-révolutionnaire. Im Kongo wird Jean Ziegler Zeuge der extremen Grausamkeit der von Mobutu angeführten und von den USA unterstützten Konterrevolution. Jeden Abend sieht er vom Balkon seines Hotelzimmers, wie sich die ausgehungerten Kinder um die Essensreste prügeln, die von den Wachen des Hotels weggeworfen worden sind. Dieses Bild, sagt er, wird ihn für immer verfolgen. In den folgenden Jahren unterstützt Jean Ziegler zahlreiche Befreiungsbewegungen in Lateinamerika und in Afrika. Kuba, Algerien, Nicaragua, Chile, Burkina Faso. Ebenso viele Kämpfe wie Brennpunkte, die seinen politischen Weg kennzeichnen. Wiederaneignung natürlicher Ressourcen, Verstaatlichung von Unternehmen und Landreformen. In den Entwicklungsländern hält der Sozialismus Einzug und das Volk greift nach der Macht. Die Hoffnung auf eine neue Welt keimt auf und sie liegt in den Händen der Armen, meint Jean Ziegler. Das verkündet er, wo er nur kann. Auch und vor allem an der Universität Genf, an der er Professor für Soziologie wird. Dort in seinem Seminar über die nationalen Befreiungsbewegungen bin ich ihm zum ersten Mal begegnet. Ich war 20 und habe Politik studiert. Die Stimmung war geprägt von Debatten, Solidarität, aber auch vom Kampf gegen den Imperialismus, den Faschismus, den Kapitalismus. Das war gestern, aber für Jean Ziegler ist es heute.
Alle meine Reden passen auf 4 Karteikarten. Nicht viel, was? Ich mache einen schriftlichen Entwurf der Rede. Danach kürze ich das Manuskript mit Hilfe von Konzepten. Börsenspekulationen auf Grundnahrungsmittel, die Allmacht des Finanzkapitals, etc., etc. Und jedes Mal, wenn ich ablese, schaue ich hoch. Ich muss die Menge ansehen, denn wenn du den Blickkontakt verlierst, ist es aus. Wenn du vor 20.000 Menschen stehst und nur abliest, erreichst du niemanden. Du musst sie erreichen, über die Augen, über die Stimme, über die Vernunft, über die Komplizenschaft, die du aufbaust. Jeder Intellektuelle träumt davon, der Koalition der sozialen Bewegungen nützlich zu sein. Es ist das Problem der Inkarnation, das uns umtreibt, uns Intellektuelle. Dich als Filmemacher und Journalisten, mich als Schriftsteller. Unter welchen Bedingungen wird eine Idee, die du einsam in deinem Kämmerchen entwickelt hast, zu einer konkreten sozialen Kraft? Nur dann, wenn die soziale Bewegung diese Idee auf Kraft verwandelt. Davon träumt insgeheim jeder von uns. Und vielleicht wird das heute Abend passieren. Liebe Freunde, es ist eine große Ehre für mich, hier sprechen zu dürfen. Wenn jemand auf diesem riesigen Platz meint, dass auf dieser Alp da oben in Ermau autonome, selbstbestimmte, souveräne Menschen zusammenkommen, dann irrt er sich. Wer da zusammenkommt, auf dieser Alp, wer da zusammenkommt, das sind Befehlsempfänger, Ausführungsgehilfen. Handlanger der Konzerne. Auf dieser wir leben unter der Weltdiktatur der Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals. Letztes Jahr haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne 52,8% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die diktieren ihren Willen, auch den mächtigsten Staaten. Die Demokratie, die wir leben, ist heute eine weitgehend simulative Demokratie. Die Konzerne, die Herren dieser Welt, entfliehen jeglicher nationalstaatlicher, interstaatlicher, gewerkschaftlicher, parlamentarischer Kontrolle. Sie haben eine einzige Strategie, und das ist auch ganz normal, das ist die Profitmaximierungsstrategie. Wo ist Hoffnung? Die Hoffnung ist hier auf diesem Platz. Ist der Auftrag des Gewissens. Sind die zahllosen Widerstandsfronten sind die Menschen, die Nein sagen, aufstehen. Die Solidaritätsbewegung von Attac bis Greenpeace, bis Via Campesina, bis Frauenbewegung. Alle diese Widerstandsfronten, diese Bruderschaft der Nacht, dieses neue historische Subjekt, die planetarische Zivilgesellschaft. Und die funktionieren nur,
ist getrieben von der größten Kraft der Geschichte, wie das Russo gesagt hat. Die größte historische Kraft ist das menschliche Gewissen. Ist das menschliche Gewissen. Ich schließe mit einem Zitat von Pablo Neruda. Sie, unsere Feinde, können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen. Ich danke Ihnen. Sie hatten mich angerufen wegen einer Konferenz. Das wird nicht gehen. Vielleicht sollten wir 2016 ins Auge fassen. Bis bald. Vielen Dank. Eine Konferenz. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe zu tun. Also, das ist der Che. Er sieht mir zu. Er kontrolliert alles, was ich schreibe. So war er. Melancholisch, nachdenklich, entschlossen, ironisch. Ein großartiges Foto. Das sind Neruda und Allende im September 1973. Wenige Tage vor Allendes Tod. Und drei Wochen vor Nerudas Vergiftung. Das ist mein tägliches politisches Gewissen. Und das ist Sankara unter den meinen. Meine brasilianische Patentochter, mein Sohn Erika, mein Sohn, als er klein war. Mein Enkel, Erika als Dozentin an der Universität von Lausanne, bildhübsch. Und das ist die Welthungerkarte. Das unverdiente Glück, hier geboren zu sein. Der Zufall der Geburt. Das Einzige, was uns von den Opfern trennt, ist der Zufall der Geburt. Hier arbeite ich. Auf dieser alten elektrischen Schreibmaschine. Hier spielt sich alles ab. Und hier erstellt Erika die Endfassung. Sie schreibt es nochmal um? Oft, ja. Aber du schreibst auf der Maschine? Ja, natürlich. Ich hasse das. Aber das ist schon die achte Fassung. Ich schreibe mit der Hand. Dann zerschneide ich es, klebe es zusammen, tippe es ab, schreibe es nochmal und verbessere es erneut. Und schließlich tippt Erika meine letzte, wieder und wieder korrigierte Fassung ab und ändert nochmal drei Viertel davon. Du musst verstehen, ich bin ein armer Deutschschweizer. Ich bin ein französischer Schriftsteller mit einem Eintrag im Larousse. Aber ich mache viele Rechtschreibfehler. Ich habe noch ein drittes Arbeitszimmer. Und da ist wieder der Che. Ist das das erste Buch? Ja. Noch mit einem Akzent über dem E? Ja. Sartre und Beauvoir haben es redigiert. Ja, Sartre hat die ersten Seiten in Les Temps Modernes veröffentlicht. Damit hat er mir einen ungeheuren Gefallen erwiesen, als ich aus dem Kongo zurückgekommen bin. Du wurdest auf Mongolisch veröffentlicht? Ja. Wie viele Bücher hast du geschrieben? 16. Man hat eine unglaubliche Verantwortung als Schriftsteller. Ein Buch ist dann gut, wenn es zur Befreiung des Menschen beiträgt, wenn es die Selbstbestimmung und die Freiheit des Lesers vergrößert. Das ist das einzige Kriterium. Entscheidend ist der gesellschaftliche Nutzen. Und welche Energie?
Und die sind Sopranistin. Ja. Voilà, ich danke Ihnen herzlich. Alles Gute für Sie, für Ihre Studie. Alles Gute. Agréable, pas de publicité, très peu de lumière, oui, mais ça, c'est le très peu de trafic d'auto, c'est formidable. C'est formidable pour les touristes. Mais pour non, on revient dans la normalité de ce que doit être une société. Sans agressivité, c'est un signe de pénurie. Peut-être c'est provoqué par la pénurie, mais le résultat est bon. Pour la poésie. Pour la poésie, pour mon bien-être, je me sens bien ici. Ah, regarde le Tché là-bas. Où? En dessin. Lumière. Oh, magnifique. Ah, c'est un... la Victoria Sierra. Avec le béret, avec le... l'étoile du commandant. Je suis vraiment très ému d'être à Cuba. J'espère qu'avant de mourir, je reviendrai. Oh. Ah oui. Arrête de parler de ta mort. Oui, non, mais enfin. Programmé. Cuba fait tellement partie de ma vie, de la tienne aussi. De nos conflits aussi. Ben oui. Loulou. Oui, t'es mouillé, t'es mouillé. Ah, c'est la chaleur. Vive Cuba, un país maravilloso. Viva la revolución. La revolución cubana. Sí, es universal. ¿Por qué no hay fotografías de Fidel en los apartamentos? ¿Por qué no hay? Buenos días. Fue durante 30 años profesor catedrático en la Universidad de Ginebra y también en la Sorbona. En París. ¿Impartí alguna asignatura en particular? No, profesor.
Professor de que Assignatura? De Sociologia. Ah, Sociologia. De Sociologia Politica. Sì, pero bueno, lo importante es que estoy hablando con una persona que conoció a Ernesto Che Guevara. Sí, naturalmente. Claro, que es importante toda esta historia. Sí. Y su vida. Es aquí. Y no tiene ningún libro sobre su vida. La vida de... ¿Suya? No. ¿Y por qué no lo escribe? Porque siente a la muerte. ¿Eh? Una persona que escribe su memoria... No. Es la muerte. Es no. Último libro, bla, bla, bla. No, no. Soy un combatiente vivo. Quiero escribir libros sobre la hambre, que es el masacre más escandaloso del mundo. Ajá. El tema del hambre, la lucha por el socialismo, etc., nos interesa mucho. Pero no se me puede olvidar cómo fue que conoció usted a Ernesto Che Guevara. Por acaso, yo fui cuando fui joven, estudiante en París, era miembro de la Organización de la Juventud Comunista. Y un día, en marzo 64, un compañero cubano me telefonaba diciendo que una delegación cubana va a venir a la primera conferencia del azúcar en Ginebra, en la 1 de la... El jefe de la delegación cubana era el Che, en su capacidad de ministro de industria. Durante 12 días completas, 12 días y media, fue con el Che, con chofer. Y hablamos mucho. Él me pregunta sobre las instituciones democráticas de Suiza, cómo funciona, sobre los bancos, el imperialismo de los bancos suizos, que es mundial, que es terrible. En la última noche tomé todo mi coraje para hablar al Che. Y diciendo al Che, comandante, yo quiero ir con usted. ¿Quién es? A Cuba, en la revolución, en el combate, etc. Ajá. El Che me llama a la ventana y la se veía las publicidades de los bancos, las joyerías, etc. Sí. Che me dice, ¿tú ves esta ciudad? Yo dije, sí, comandante. Es el cerebro del monstruo. Es aquí donde naciste, es aquí que tú debes combatir. ¿Hizo posible que escribiera estas cosas muy útiles? Ah, no, es útil. Si lo hubieran matado en Guatemala o en Bolivia, sí, era... no hubiera podido escribir estas cosas maravillosas. Sí. Después. ¿Le salvó la vida? Me salvó físicamente la vida, más la estrategia que me indica de integrarme subversivamente en las instituciones. Donde yo nacía, en Ginebra, fue un consejo fundamental que determinaba toda la mi vida. Le terme de terrorisme économique. Très, très bon. Et les conclusions. Oui, non, mais terrorisme économique international, il faut le mettre dedans. Oui. Va te dire, je suis la consultante du comité. Ich erteile nun Herrn Ziegler das Wort, dem Berichterstatter der Drafting Group. Herr Vizepräsident des Menschenrechtsrats, Herr amtierender Hochkommissar, werte Kollegen. Ich habe 20 Minuten Zeit, um Ihnen den Vorbericht vorzustellen, den ich erarbeiten sollte und den Sie vorliegen haben. Ein Vorvotur ist d'abord ein Hedgefonds.
Ein Geierfonds ist zunächst ein Hedgefonds, ein Investmentfonds. Aber ein Investmentfonds, der nicht den Gesetzen der Schweiz, Frankreichs oder anderer Länder unterliegt. Denn praktisch alle Hedgefonds sind in einer der Steueroasen registriert. Ein Geierfonds kauft auf dem Sekundärmarkt ausstehende Forderungen zu einem sehr niedrigen Preis. Dann zieht er damit vor ein Gericht in New York oder in England und verlangt die hundertprozentige Rückzahlung der gesamten Forderungen. Die Opfer dieser Geierfonds sind in der Regel arme Länder, die hoch verschuldet sind. Und ich sage Ihnen, Geierfonds töten. Sie töten. Wenn ein hochverschuldetes armes Land gegen einen Geierfonds verliert, kann es den Rückforderungen nur nachkommen, indem es Krankenhäuser und Schulen schließt und die Subventionen von Grundnahrungsmitteln kürzt. Mit anderen Worten, der Geierfonds tötet. Ich nenne ein Beispiel. Malawi hat Maisreserven, die es für den Katastrophenfall wie eine Hungersnot angelegt hat. Im Jahr 2002 zwangen zwei Geierfonds den Food Reserve Fund von Malawi, diesen Mais auf dem freien Markt zu verkaufen, um die Forderungen zu bezahlen. 1 Milliarde Menschen sind auf diesem Planeten permanent stark unterernährt. Ich verstehe nicht, wie Staaten wie die USA, England, Deutschland und Japan sich dem Bestreben der internationalen Gemeinschaft widersetzen, Regeln, Kontrollen und Normen aufzustellen, um die Aktivitäten der Geierfonds einzugrenzen und vielleicht zu unterbinden. Wenn ich durch die gesicherte Drehtür gehe, durch die Pforte des Palais des Nations, dann ändere ich meine Sprache, mein Verhalten, meine Kleidung, meine Gestik, alles. Denn die Welt der Diplomatie ist unerbittlich. Wenn du eines ihrer formalen Gesetze brichst, dann war's das. Dann zählt dein Wort nicht mehr. Es ist ein getarnter Guerillakampf und das muss so sein. Was bei diesen Kämpfen zählt, ist allein die Wirksamkeit. Denn alle 5 Sekunden verhungert auf diesem Planeten ein Kind. Ist das, was dich heute antreibt, was anderes als damals? Es ist nicht mehr der Zorn allein. Es ist inzwischen auch die Hoffnung, etwas verändern zu können. Mehr als früher? Mehr als früher. Denn ich sehe, was man bei den Vereinten Nationen erreichen kann. Trotz der brutalen Finanzherrschaft birgt das Erwachen der Völker Hoffnung. Und dieses Erwachen der Völker zeigt sich hier in Form von diplomatischen Bemühungen, mit denen niemand gerechnet hat. Lange Zeit hatte sich Kuba ganz allein dem amerikanischen Imperialismus und dessen schädlichen Folgen entgegengestellt. Heute ergreifen plötzlich der brasilianische Botschafter, der bolivianische Botschafter oder die venezolanische Botschafterin das Wort und sagen, Kuba hat recht, wir sind auf seiner Seite. Das ist ein Fortschritt. Es hat sich etwas geändert. Das macht noch nicht die weltweite Diktatur des Finanzkapitals zunichte, aber es regt sich ein leichter Wind. Das ist noch nicht der Orkan, den wir brauchen, aber es kommt eine leichte Brise auf. Wie viele Bücher bringen Sie jährlich heraus?
Zwischen 20 und 30. Zwischen 20 und 30 neue Bücher. Jedes Jahr. Hauptsächlich lateinamerikanische? Hauptsächlich lateinamerikanische und karibische. Aber ursprünglich war die Casa de las Americas die Stimme der Revolution. Sie sollte die Erkenntnisse und Ideen der Revolution verbreiten. Kulturelle Beziehungen aufbauen. Zunächst mit Spanisch-Amerika und später mit ganz Lateinamerika. Und jetzt auch mit der Karibik. Das zeigt ganz klar die kontinentale Ausrichtung der Revolution. Ihre universale Dimension, ja. Wir hatten die Hoffnung, dass die Revolution alle Kontinente erfassen würde. Das war unser Traum. Können Sie die Bücher nach Nordamerika exportieren? Wir haben nicht versucht, die Bücher zu exportieren, wegen des Embargos. Wir haben sehr gute Beziehungen zu den Universitäten und kulturellen Einrichtungen im Allgemeinen. Ich selbst war Dozent an der Universität von Yale von 1957 bis 1958. Und ich hatte bereits die Zusage, im April 1959 als Dozent an die Columbia University in New York zu gehen. Aber im Januar hat die Revolution gesiegt. Also sind Sie hier geblieben? Ja. Ich musste mich entscheiden, entweder die Revolution oder die Columbia University. Das war eine gute Entscheidung. Die beste meines Lebens. Ich war mir sicher, dass die USA eines Tages Kuba anerkennen würden. Aber ich dachte, das würde erst nach meinem Tod passieren. Zum Glück bin ich noch am Leben. Ich habe die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen erlebt. Auch das Embargo muss ein Ende haben. Aber das ist komplizierter, komplexer. Erwarten Sie heute nichts mehr von Europas Intellektuellen? Nein, sagen Sie es nur. Wir sind Kameraden. Ist für Sie die europäische Intelligenz ja... 1960 war das intellektuelle Leben linksorientiert. Heute ist es rechtsorientiert. Absolut. Die Massenmedien, das Fernsehen werden von den Rechtskonservativen bestimmt. Außerdem ist die Sozialistische Partei erledigt und die Kommunistische Partei nur noch ein kleiner Rest. Sind Sie als Revolutionär optimistisch? Glauben Sie, dass die Befreiung, die Humanisierung des Menschen vorangeschritten ist, seit Sie auf dieser Erde sind? Als Revolutionär? Das ist eine Frage... Es war Gramsci, der vom Pessimismus des Verstandes und vom Optimismus des Willens gesprochen hat. Rein vom Verstand her ist es nicht einfach, optimistisch zu sein. Aber der Optimismus ist notwendig. Und ich glaube, dass Lateinamerika gerade eine sehr wichtige Rolle spielt. Als Vorkämpfer der Menschheit. Ja, angefangen bei Chavez, Evo Morales, Korea. Heute sind es Kuba, Venezuela, Ecuador und Bolivien, die den Weg weisen. Und wenn die europäische Linke noch eine Chance hat, eines Tages aufzuwachen, dann indem sie die Erfahrungen, den Mut und die Kämpfe Lateinamerikas zum Vorbild nimmt. Die Situation hat sich innerhalb von 250 Jahren genau umgekehrt. Ganz genau.
Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Qué es esto? Boniato. Boniato. Todos campesinos en Cuba son organizados en cooperativas, ¿no? Sí. Si la suerte nos sigue acompañando, luego los hijos de mi primo y los míos siguen en la firma. Ah, sí. Sí, porque los hay que se hacen médicos, se hacen abogados. Bueno. Bueno, y todavía se puede madurar más. Mientras más madure, más dulce. A muchas nuevas cooperativistas, obreros de la ciudad, médicos de ciudad. Hay gente que sí que viene al campo. Hay gente que viene al campo y piden tierra y se incorpora a una cooperativa. ¿Es muy raro o es...? No. Cualquier persona natural tiene derecho a pedir tierra donde quiera. Vaya, donde exista la posibilidad de que haya una tierra ociosa que no se explote, él puede pedirla y se la dan. Por la resolución 259 antes y ahora la 300. Es un progreso formidable, ¿no? Bárbaro. Más producción, la gente más fuerza, una fuerza de trabajo más empleada y todo, más mejor. ¿El bloqueo? ¿Se siente el bloqueo usted? Sí, se siente el bloqueo. El bloqueo se siente porque se limita de muchas cosas el país que pueden comprarnos nosotros para producir más, por ejemplo, cosas así. Con los tractores. Claro, y a veces se limita un poco, pero sí, nosotros... Todo el mundo condena al bloqueo. Hasta ahora Obama reconoce que es crimen contra la humanidad. Es una victoria por la revolución. Sí. Aquí tiene una escritura que dice hacer confianza es bueno, control es mejor. Es de Lenin. Es una frase de Lenin. ¿Y por qué usted pone esto en la entrada de la cooperativa? Esos son módulos de propaganda que nosotros ponemos en la cooperativa. Sí, sí, no de cooperativa. La ponemos nosotros la cooperativa. Ah, sí. Die Propaganda der Partei schickt Ihnen diese Sprüche. Und damit bist du einverstanden? Absolut. Die gesellschaftliche Kontrolle ist wesentlich. Die stört das, aber... Nein. Du möchtest... Nein. Jean-Jacques Rousseau hat gesagt, zwischen dem Schwachen und dem Starken ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit. Das ist genau das. Gracias. Ja, Segis, hier spricht Jean Ziegler. Dominique, mein Sohn, hat mir eine E-Mail geschickt. Er hat mir geschrieben, dass Sie auf Kuba sind. Ich wäre natürlich sehr daran interessiert, Sie wiederzusehen, weil Sie auf Kuba leben, weil Sie wie ein Kubaner denken. Weil sie auf Kuba kämpfen. Ich würde es sehr spannend finden. Perfekt. Also, um sicher zu gehen, sagen wir morgen 10 Uhr. Ich erwarte Sie, ja? Bist du glücklich hier? Ich habe eine schwierige Zeit hinter mir. Warum? Finanziell gesehen. Ich musste die Dinge wieder zum Laufen bringen. Gibt es viele Leute wie dich, ich meine Internationalisten, die Kuba unterstützen? Nein. Nein. Und wie kamst du persönlich dazu?
Das war noch zu Schulzeiten. Ich bin in einer Bibliothek auf eines ihrer Bücher gestoßen und da... Welches? Der Sieg der Besiegten. Der Sieg der Besiegten, ja. Und die Lektüre ist mir ins Blut gegangen. Ich habe Feuer gefangen. Später habe ich ihre Kurse besucht. Außerdem ist Kuba so etwas wie... Ein Vorbild, eine Hoffnung? Wie eine Hoffnung. Es bleibt eine großartige Hoffnung, oder? Es bleibt eine großartige Hoffnung, trotz der enormen Schwierigkeiten. Haben sich in den 12 Jahren, die du hier bist, Ungleichheiten gebildet? Sie werden sehr viel sichtbarer. Die Ungleichheiten werden sichtbarer? Zwischen wem? Inzwischen gibt es ein Angebot, das es früher nicht gab. Man hat gewisse Freiheiten, Dinge zu erwerben. Aber im täglichen Leben auf Kuba merkst du nicht, dass es Luxusrestaurants gibt oder Kubaner, die viel Geld ausgeben. Du hast nicht das Gefühl, dass eine neue bürgerliche Klasse entsteht. Doch schon. Doch? Ja. Wenn morgen das Embargo aufgehoben wird, dann wird die Revolution hier doch verhindern. Es wird doch nicht zusammenbrechen, oder? Die Gefahr kommt, denke ich, von den Medien. Die Informationen von außerhalb, die wir über Satellitenfernsehen empfangen oder über... Wird das als Aggression empfunden? Außer von den Jungen. Die Jungen stimmen den Informationen aus dem Ausland oft zu. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich dieses Treffen gefreut hat. Für mich ist das ein Geschenk, ein Wunder. Ich danke Ihnen. Nein, wir sollten uns nicht gegenseitig danken. Ich sage nur, hätte ich 100 Studenten wie dich gehabt, hätten wir die Welt verändert. Wir hätten die Welt verändert. Die 6 Millionen Schweizer, das macht 0,03% der Menschheit aus. Nichts, ein Staat. Jean Ziegler findet großen Anklang bei seinen Studenten, die die Welt verändern wollen. In den Schweizer Geschäftskreisen sieht das anders aus. Seine wiederholten Attacken gegen die Schweizer Banken und das Bankgeheimnis erfreuen die internationale Linke, aber spalten die Schweiz. In seiner Streitschrift »Eine Schweiz über jeden Verdacht erhaben« prangert Jean Ziegler die Profite der Schweizer Banken und Großkonzerne auf Kosten der Ärmsten an. Là, encore une fois, par sa législation bancaire, par sa pratique commerciale, par sa pratique financière, est complice de cette agonie lente de nombreux pays du tiers-monde. Ein Kampf, den er als Angehöriger verschiedener Institutionen unermüdlich führt. Insbesondere als Genfer Abgeordneter im Nationalrat für die Sozialdemokratische Partei. Dieses Amt bekleidet er 28 Jahre. Mais en Afrique du Sud, nous sommes causalement responsables. Nous sommes des complices de ce régime. Seine Worte reichen weit über die Grenzen hinaus. Seine Bücher sind Bestseller. Sein internationales Renommee ist unbestritten. Aber in der Schweiz gehen die Banken und Konzerne zum Angriff über. Jean Ziegler muss sich dutzenden Prozessen wegen Kredit- und Rufschädigung stellen. Seine Immunität als Parlamentsabgeordneter wird aufgehoben. Er wird dazu verurteilt, an Banken Hunderttausende Franken Schadenersatz zu zahlen. Durch die Prozesse ruiniert und angefeindet wegen seines Umgangs mit Revolutionsführern, die inzwischen Diktatoren sind, erreicht er einen Tiefpunkt. Aber Jean Ziegler steht wieder auf. Er verabschiedet sich aus der Lehrtätigkeit und Kofi Annan schafft für ihn das Amt des UN-Sonderberichterstatters für das Recht auf Nahrung. Les agrocarburants, maintenant, avec les méthodes de production, maintenant, sont un crime contre une grande partie de l'humanité. Ein Kind, das verhungert, wird ermordet. Dieser Satz, der zu seinem Mantra wird, treibt seinen Kampf nach wie vor an. 2008 tritt Jean Ziegler von diesem Amt zurück und nimmt eine weitere Herausforderung an. Er wird als Experte in den beratenden Ausschuss des UNO-Menschenrechtsrats gewählt. Es
Es ist äußerst heikel, verstehst du? Denn alle kennen meine persönliche Meinung. Alle wissen, dass ich die Waldschaffhans kritisieren werde. Alle kennen meine Überzeugungen. Alle wissen bestimmt auch um meine Verbindung zu dir und zu den kubanischen und venezolanischen Kameraden. Die Amerikaner wissen das. Ich muss mich ihnen also fügen. Ich sage dem Ausschuss, ich füge mich euren Fragen. Wenn ihr mir sagt, dass ihr noch darüber diskutieren wollt, wunderbar. Dann diskutiert noch bis Februar und ich bemühe mich, in den Bericht das mit aufzunehmen, was ihr an neuen Fakten einbringt und so weiter. Das wird meine Position sein. Sonst bin ich erledigt, verstehst du? Wenn die Drafting Group sagt, dieser Ziegler ist ein Linker, dann bin ich erledigt. Là, je suis foutu, tu comprends? Hör zu, sag dem Minister, wie die Lage ist. Sag ihm, dass ich ihm persönlich vollkommen zu Diensten stehe. Ihr gebt die Strategie vor, die lateinamerikanische Gruppe gibt die Strategie vor und ich führe sie aus. Ich meine, ich unterstütze sie. Mehr geht nicht, verstehst du? Victoria. Du darfst niemals irgendjemandem sagen, dass ich völlig der Strategie Argentiniens zustimme, dass ich tue, was ihr sagt. Denn ich habe schon Bemerkungen dieser Art gehört. Nein, nein. Ich bin Berichterstatter. Ich unterstehe dem... Ich weiß. Danke. Und ich versuche, die Zustimmung Frankreichs zu erreichen. Deshalb mache ich die Interviews mit dem Journal du Dimanche, mit Le Monde, mit dem Sender TV5. Damit, verdammt nochmal, Frankreichs Sozialisten den Bericht unterstützen. Ich meine das Mandat. Das kann doch nicht sein. Bei der Resolution haben Sie sich enthalten. Ja. Die Außenpolitik macht keine Probleme, aber die Finanzen. Die machen Probleme. Es gibt eine Spaltung. Eine Spaltung? Das wusste ich nicht. Ja, das ist es. Diese feigen Sozialisten, danke für deine Hilfe. Ich erteile dem Vertreter Ghanas das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Besteht die Möglichkeit, und das ist kein wohlüberlegter Vorschlag, es sind nur ein paar Vorüberlegungen, dass wir die Verwendung des Begriffs Geier überdenken. Ich frage mich, ob es in diesem Kontext möglich wäre, einen anderen Namen zu verwenden. Wenn man nämlich bestimmte Namen verwendet, findet man manchmal zu keiner Einigung, weil der Name an sich abträglich ist. Ich richte diese Frage direkt an Herrn Professor Ziegler. Wäre es für den integrativen Prozess nicht von Nutzen, wenn wir den Namen überdenken? Ich danke dem Vertreter Ghanas für diese Anmerkungen und erteile Herrn Ziegler das Wort. Ja, Herr Vorsitzender, der Einwurf des Vertreters der Delegation Ghanas bezüglich der Namensänderung hat mich persönlich angesprochen. Die Antwort darauf ist außerordentlich einfach. Es ist vollkommen ausgeschlossen. Wir erhalten unsere Anweisung, unseren Auftrag vom Rat. Und wenn der Rat den Begriff Geierfonds verwendet, können wir nichts machen. Zweitens, und das ist eine persönliche Bemerkung, in der Financial Times, die ja nicht gerade ein revolutionäres Blatt ist, schrieb einer der Hauptredakteure, ein intelligenter Mann, er heißt Martin Wolf, der Name Geierfonds ist unangemessen, da es eine Beleidigung der Geier ist. Denn Geier haben wenigstens einen Nutzen. Sie säubern die Savanne, die Wüste von Kadavern und verhindern Epidemien. Ich erkläre hiermit die zweite Tagung der 15. Sitzungsperiode für beendet. Hat dich diese Stellungnahme überrascht? Total überrascht, dass es von ihm kam. Damit verliert er also eine Stimme? Absolut. Damit hast du nicht gerechnet? Nein. Aber was mich beunruhigt, ist die Strategie, die dahinter steckt. Wenn die Amerikaner in Accra intervenieren, damit der Titel selbst des Mandats geändert wird und der Begriff Geierfonds im amerikanischen Waldschaffhans rausgenommen werden soll, dann schwächt das immens jeden unserer Entwürfe. Und es erstaunt mich nicht wirklich, dass der Einwurf von Ghana kommt.
Denn Ghana hat ein Freihandelsabkommen. Es ist völlig abhängig von den amerikanischen Entwicklungskrediten. Ich bin sicher, dass die Amerikaner oder die Engländer die afrikanische Gruppe bearbeitet haben, um eine Spaltung herbeizuführen. Von Geierfonds zu sprechen, das ist wie bei den Israelis mit den besetzten Gebieten. Umstrittene Gebiete ja, aber doch nicht besetzte Gebiete, verstehst du? Sie greifen über die Sprache an. Und wenn der Begriff Geierfonds rausgenommen wird, dann war's das. Sie sind extrem gerissen. Da, siehst du das Embargo? Das sind die Amerikaner, ein riesiger leerer Hafen. Da siehst du das Embargo. Das Embargo, das die Luft abschnürt. Eine riesige Bucht, ein moderner Hafen, Depots, Kräne und so weiter, kein einziges Schiff. Das ist das Embargo. Signora, vieni. No, no, vieni. Muchas gracias, muchas gracias. Es zeigt, wie ungeheuer stark der kubanische Widerstand ist, dass er sich dieses permanenten verborgenen Krieges erwehren konnte, den die amerikanischen Geheimdienste seit inzwischen 50 Jahren gegen das kubanische Volk führen. Während der Rest der Welt oder jedenfalls Europas völlig gleichgültig zusieht und lieber die kubanischen Sicherheitsmaßnahmen kritisiert, die notwendig waren. Was uns Europäer manchmal schockiert, sind die starken Sicherheitsmaßnahmen. Es gibt keine Pressefreiheit. Es gibt kein Mehrparteiensystem. Ich war zu Zeiten Allende in Chile. Wenn Allende auf Fidel gehört hätte und die Maßnahmen zur Selbstverteidigung ergriffen hätte, um seine Regierung zu schützen und um sein Programm umzusetzen und weiterzuführen, dann hätte es Pinochet nicht gegeben. Dann hätte es nicht die Zehntausenden gefolterten, verstümmelten und Verschwundenen gegeben. Zwei, drei Generationen von Chilenen hätten ein glückliches Leben führen können. Wenn du solchen Feinden gegenüberstehst, wilde Tiere, die keinerlei Zurückhaltung kennen, dann... Das rechtfertigt deiner Meinung nach 50 Jahre ohne ein Mehrparteiensystem? Vollkommen. Damit bist du einverstanden? Vollkommen. Mir wäre es tausendmal lieber, dass die kubanische Revolution Jahr für Jahr vorangeschritten wäre. Dass alle Kinder zu essen haben, dass alle Kinder zur Schule gehen, dass alle Kinder medizinisch versorgt sind und in Würde leben können, dass kubanische Ärzte überall auf der Welt tätig sind. Diese historische Kraft ist mir tausendmal lieber als eine Demokratie, die zwangsläufig zur Vernichtung der Revolution führt. Aber sieht Segis das auch so? Ich hoffe, dass er das genauso sieht wie ich. Was denkst du, Segis? Die grundlegende Frage ist doch... Das ist schwierig zu sagen. In Anbetracht dieser militärischen und wirtschaftlichen Aggression, in Anbetracht des Geldes, das in Dissidenten und Oppositionelle gepumpt wird, kann man nicht... Wenn man die Pressefreiheit einführt, bedeutet das, dass das Team aus Miami mit seinen Millionen hier seine Fernsehstationen errichten könnte, bezahlt von den schlimmsten Faschisten der Welt und mit einem daher völlig faschistischen, verleumderischen Programm. Seid willkommen, stellt eure Sendetürme auf, denn wir haben ja jetzt Pressefreiheit. Und das führt dann zur Vergiftung der öffentlichen Meinung. Lasst mich noch eine letzte Sache sagen. Wie kannst du sagen, dass sich die öffentliche Meinung vergiften lässt? Die Öffentlichkeit hat ihr eigenes Gewissen. Sie ist keine formbare Masse. Vor allem, wenn sie Zugang zur Kultur und Bildung hat, wie das kubanische Volk.
Du bist schlecht in der Rolle des Reaktionärs. Ich bin kein Reaktionär. Du sagst, dass ich Reaktionär bin, weil ich mir anmaße, den Maulkorb der Presse in Frage zu stellen. Die Presse? Das ist doch egal. Brauchst du zum Überleben La Tribune de Genève? Was soll das denn? Die Presse. Man kann nicht ohne die Presse leben. Es stimmt, dass die Granma unlesbar ist. Es stimmt, dass es auf Kuba Juventud Rebelde, Bohemia und Granma gibt. Und dass alle drei, dass keiner sie liest. Aber es geht gut. Es geht gut. C'est magnifique. Eh bien, cette photo. Ah, ben c'est très très bien. Là, là ils disent 13 jours et là c'est 12 jours, mais enfin. Mais ce que je dis sur que je suis communiste cœur et que je resterai toujours, ça va faire plaisir au Conseil des droits de l'homme. Et à Berne. Et à Berne, voilà. Mais ils le savent. Ils le savent. Ils devraient le savoir. Ça va, ça... C'est très bien. On a fait du bon travail, là. T'avais pas vu le titre? Oui. J'avais pas lu « Comment Che me sauve la vie ». Mais c'est vrai. Comment le Che me sauve la vie? Parce que si j'étais avec... S'il avait dit « Viens avec moi » en 64... Et si j'aurais été en Bolivie, en Guatemala, je ne serais pas ici maintenant, je serais mort. Tu ne m'aurais pas connu. Non. Ben, ça aurait été dommage. Pas bien. Donc. Merde. C'était drôle. Merde, alors laisse-moi terminer. Ça, c'est pas mal. Des muchachos son que usted iba a escribir. No. Des muchachos son que cuando fuera mayor iba a hacer la revolución. Das ist das Blut von Che. Che Guevara ist so beispielhaft und wichtig für mich, weil er seine Überzeugungen in die Tat umgesetzt hat und dabei sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, sein eigenes Leben geopfert hat. Er hat den Schritt gemacht, den ich niemals gemacht habe. Ich bin der privilegierte Spießbürger geblieben, der Bücher schreibt, der sogar etwas Ruhm erntet bei den antiimperialistischen Demonstranten in München, der wegen seiner Bücher im Fernsehen auftritt, aber der immer ein behütetes, komfortables Leben führt. Ich habe nie den letzten Schritt getan. Und das ist schwer zu ertragen? Das ist extrem schwer zu ertragen. Ich bin ein glücklicher Kerl, der eine Frau hat, der Kinder hat, der so viele Privilegien hat, der reisen kann, der hier sitzen kann, mit Blick auf den leeren Hafen von Havanna, unter den lebensfrohen Kubanern, der den Flammenbaum dort sieht, die Schöpfung Gottes, der Augen hat, der nicht blind ist. All das sind unglaubliche Privilegien, die mich verpflichten. Nicht im moralischen Sinne, ich hasse die Moral. Aber die mich aus einer grundlegenden Überlegung heraus verpflichten, mich zu engagieren.
Jeder, wie er kann, da wo er ist, wo Gott ihn hingesetzt hat, muss diese Mission der Solidarisierung, der völligen Identifikation erfüllen. Die göttlich ist. Keine göttliche, die von Gott gegeben ist in dem Sinne, dass Gott dich hier hingesetzt hat. Wenn du glaubst, dass du zufällig hier bist, dass dein Leben keinen Sinn hat und dass die Humanisierung des Menschen nicht voranschreitet. Jaurès hat gesagt, der Weg ist von Leichen gesäumt, aber er führt zur Gerechtigkeit. Das heißt, wenn du nicht glaubst, dass die Geschichte einen Sinn hat und dass die Menschwerdung des Menschen im Gange ist, und wenn du glaubst, dass du wegen des zufälligen Zusammentreffens einer Samenzelle und einer Eizelle hier bist, mit deiner Hautfarbe und so weiter, dann hat dein Leben natürlich überhaupt keinen Sinn. Ich spreche hier nicht von dir, aber es hat keinen Sinn. Du sagst dir, ich esse gut, ich amüsiere mich mit Frauen, ich habe ein schönes Leben, aber es hat keinen Sinn. Wenn du aber glaubst, dass du mit einer bestimmten Aufgabe auf die Erde gekommen bist, dass die über 7 Milliarden Menschen, die wir heute sind, ein einzigartiges Schicksal haben, einzigartig, verstehst du? Vollkommen einzigartig, aber auch fordernd. Aber deine Erklärung... Das ist mir egal, ich hasse die Religion. Du sagst, das ist doch ein religiöser Diskurs. Nein, sage ich nicht. Du bist in zweifacher Mission unterwegs. Das ist der Diskurs meiner Subjektivität. Ich kann dir nichts anderes sagen, als das, was mein Gehirn und meine Zunge hervorbringen. Ich fühle, dass ich einen Auftrag habe. Ich erteile nun Herrn Ziegler das Wort, damit er im Namen der Drafting Group den Entwurfstext L1 vorstellt, mit dem Titel Aktivitäten der Gaia-Fonds und ihre Auswirkung auf die Menschenrechte. Ich vertrete hier die Drafting Group. Als Berichterstatter mache ich das, was mir die Arbeitsgruppe sagt. Ich persönlich sehe kein Problem darin. Aber ich denke, dass es in der Verfahrensweise vollkommen üblich ist, eine Verlängerung der Frist zu beantragen, um im Februar darüber zu diskutieren, nachdem am Montag die große Debatte stattgefunden hat. Die Beantragung einer solchen Fristverlängerung ist völlig üblich in der Verfahrensweise der Vereinten Nationen. Außerdem ermöglicht es, Empfehlungen wie zum Beispiel die von Herrn Sophie einzuarbeiten. Aber noch einmal, ich bin nur der Berichterstatter und ich füge mich völlig dem Beschluss des Ausschusses. Vielen Dank. Hiermit wird also entschieden, dass das Dokument L1 einvernehmlich angenommen wird. Sophie, ein sehr renommierter Rechtswissenschaftler aus Pakistan, hat mich eben angesprochen. Er schlägt vor, dem Ausschuss den Zwischenbericht erst später vorzulegen, anstatt in der Sitzung im März, in der Sitzung im September. Wir beantragen das, um gemeinsam darüber zu diskutieren und zu einem Schluss kommen zu können. Sophie ist eine wichtige Persönlichkeit innerhalb der OIC, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Dazu gehören 57 Staaten, die innerhalb der Vereinten Nationen einen wichtigen islamischen Block bilden. Und ich denke, nun ist er schon mit einem Tag Verspätung zur Debatte erschienen, wegen einer Flugzeugsache. Er kommt aus Lahore. Die Tatsache, dass er nur zögernd mit den Empfehlungen herausrückt, muss mit den Diskussionen innerhalb der OIC zu tun haben, verstehst du? Das denke ich jedenfalls. Es ist nur eine Hypothese, aber die wiegt schwer. Denn attackiert man die Gaia-Fonds, nennt man immer 5 Großmächte. Ja, aber nicht die Saudis. Haben die Kataris keine Hedgefonds? Natürlich. Kann das nicht auch vom arabischen Block kommen? Das weiß ich nicht. Ich werde nicht vor der Kamera... Es ist eine Hypothese. Ich habe hier einen Fehler gemacht als Diplomat. Ich habe einen taktischen, analytischen Fehler begangen. Ich habe die Gefahr nicht gesehen, die von woanders herkommen kann als vom westlichen Lager, das heißt von der OIC.
Ich habe mich völlig auf die Gefahr konzentriert, dass Amerika Druck ausübt, dass Deutschland, Großbritannien, Japan Druck ausüben und so weiter. Aber nicht darauf, dass Riad Druck ausüben könnte. Die Bösen des letzten Jahrhunderts? Wir sind immer noch die Bösen. Sie dominieren. Sie sind nicht mehr die einzigen Bösen. Sie sind nicht mehr die einzigen Bösen. Und es ist wohl wahr. Nachdem ich mein ganzes Leben lang gegen den Imperialismus gekämpft habe, begehe ich taktische Fehler, indem ich die neuen Imperialisten nicht erkenne, die noch geschickter und noch zynischer sind als vielleicht der große Bruder jenseits des Atlantiks. Ça devait m'arriver à Cuba, tu imagines. C'est vrai que ça t'arrive à Cuba, à Haïti, ou à Niger. Mais la médecine cubaine, vraiment, c'est extraordinaire. Ils m'ont analysé et tout. Je veux savoir pourquoi. D'abord, il y a le sang très clair qui est sorti de moi.
Et maintenant, c'est le sang sombre. Elle me dit, le sang sombre vient de plus haut de ton corps. Hein? Tu vois? Et c'est l'hôpital Ciro Garcia, où nous sommes, un des plus grands médecins du 19e, où ont été soignés les combattants internationalistes partout. Tu vois? Con sangre cubano. ¿Dónde hasta habla usted inglés? Español e inglés. Y ahora estoy haciendo un preparado porque pienso viajar a Bahrein. ¿Ah? Bahrein, Reino de Bahrein. ¿Dónde? ¿Bahrein? Bahrein. Bahrein. ¿Por qué? Por colaboración, o sea, como enfermera. Extraordinario. Él se prepara para ir a Bahrein. Avec des médecins cubains. Enfin, pour 13 ans, me contrôle. Pour 13 ans. Pour les obreros pauvres. Exact. Le pétrole. Sans la famille. Sin la famille. Sin la famille. Mais bon, nous venons cada 11 mois. Le collaborateur, cada 11 mois, il a le droit de venir à une vacation pour un mois à quel pays. Un peu difficile, mais bon, nada. Usted tiene niños? Sí, tengo un niño de 10 ans. De 10 ans, un petit pomponneau. La mère s'en va. Tu vois. Et qui va cuisiner pour lui? Son papa et ma mère. Ah, et papa. Son papa. Papa ne peut pas venir pour lui. Non. C'est dur, non? Sí, c'est un peu difficile, mais bon. Siempre que se va à collaborer pour aider à personnes enfermes en d'autres pueblos, sí. Hay que hacer, hay que cumplir con el deber. Yeah. Pour écrire les chambres d'autres. C'est formidable. Et en Arabie Saoudite, tu as une mission cubaine? Oui, il y a aussi en Arabie Saoudite, il y a en Qatar. Qatar, ah, si. En Qatar, también hay. Y la vida. Oui, c'est bien. Gracias, muchas gracias. Qui tend son enfant de 10 ans, qui tend son mari. Elle est disciplinée et obéie. Elle n'oublie pas, elle est animée, habitée par la volonté d'aider les plus pauvres. Et elle le fait. ¿Usted qué va a hacer por fin? ¿Se queda o se va? Me voy. Pero esa dieta no puede fallar y el estrés no nos puede invadir. ¿Ya me entendió? No. Eso es lo que no queremos. Porque si no, al final no va a hacer nada, porque tiene que retornar aquí de nuevo. Sí. Y entonces, si no se va a poder ir, el jueves no se va a poder ir. ¿Ya me entendió? Sí. Écoute ce qu'elle te dit. Tu sors maintenant. Ils vont te donner le protocole de la diète. Tu vas suivre cette diète. Oui. Hein? Comme comer, comme beber, comme fazer tudo. Nada de café. Nada de sal, nada de picante. ¿Usted va a escribir? No, el médico. El médico le hace un prescrito. Ah, sí. Usted se va de aquí, pero se va para otra cama, con su libro. ¿Ya me entendió? Muy bien, muy bien. Pero... Bueno. ¿Tienen hijos? Sí, muchos. ¿Uno? ¿Nietos? ¿Tienen muchos nietos? ¿Somos viejos?
Yo lo sé. Es una vieja. Ay, ¿y usted no? Pero qué cosa. Juste. Serre-la d'abord toi un peu, à ta façon. Ça va. T'es beau. Este es el set del programa, son los compañeros del equipo. Con él va a estar como periodista Arlín Rodríguez de Rivet. Ich bin total verblüfft über diesen schlichten Empfang, über dieses bescheidene Studio. Als ich im Krankenhaus war, habe ich mir diese Sendung Mesa Redonda angesehen, die eine Stunde dauert und das oberste Machtinstrument ist, das die Informationen verbreitet. Nicht eine Sekunde hat sie mich gefragt, was werden Sie sagen? Und vor allem nicht, vielleicht sollten Sie das lieber nicht ansprechen. Das bedeutet vielleicht, dass dein Ruf feststeht. Nein, das bedeutet, dass es auf Kuba die Presse- und Meinungsfreiheit gibt. Schluss aus, das heißt es. Und du, haben dich die letzten Tage hier auf Kuba dazu gebracht, Vorbehalte zu äußern? Oder konstruktiv Kritik zu üben an der Entwicklung der Revolution? Es ist nicht an mir, der ich 10 Tage Gast dieses Landes bin, im kubanischen Fernsehen zu sagen, wo eventuell meine Zweifel liegen, wo eventuell meine Kritik liegt. Zuerst muss der Sieg errungen werden, danach kommt die Kritik. Nach der Aufhebung des Embargos, nachdem die nächste Etappe der Revolution erreicht wurde. Und das ist nicht die Feigheit eines Intellektuellen, der wie ein Satellit ist, überhaupt nicht. Es ist eine Strategie der revolutionären Solidarität, die banal ist. Ich meine, elementar. Hast du im Rückblick nicht manchmal bereut, keine Kritik geübt zu haben, als Zeit dazu gewesen wäre? Sei es bei Gbagbo oder bei Libyen? Ja, das werfe ich mir vor. Aber ich werde mir nicht öffentlich im Fernsehen das Büßerhemd anziehen und meinen schwachen Rücken geißeln. Darum geht es nicht. Aber es stimmt, es ist offensichtlich, dass... Ich könnte dir konkrete Beispiele nennen, aber das mache ich nicht. Kannst du aber. Nein, kann ich nicht, will ich auch nicht. Ich will nicht meine Schuld und mein schlechtes Gewissen hier ausbreiten. Das ist nicht der richtige Moment, das werde ich nicht tun. Warum? Auf keinen Fall, weil so etwas Intimes niemanden etwas angeht. Ich sage nur, dass ich in bestimmten Momenten als Intellektueller... Zum Beispiel habe ich Gaddafis Einladungen angenommen. Es war spannend, mit ihm zu diskutieren, einem Staatschef, der nicht dumm war. Verrückt sicherlich, aber nicht dumm. Ein Mörder gewiss, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und ich, aus geistiger Bequemlichkeit, aus Neugier, ich schrieb an einem Buch, wollte ihm noch eine Frage stellen und so weiter. Ich habe also weiterhin seine Einladungen angenommen, was Gaddafi aber nicht gestärkt hat oder irgendeinen anderen. Dazu hat er mich nicht gebraucht. Aber für mich war das, für mein persönliches Gewissen, war das ein Verrat. Es war ein Verrat. Make-up. Make-up. Gracias. Aber man kann sagen, dass ich sehr, sehr viele Dummheiten in meinem Leben begangen habe. In Bezug auf die Liebe, die Politik, die Familie.
Und Dummheiten ist noch ein sehr schwaches Wort dafür. Maurice Garçon, der große französische Rechtsanwalt, hat gesagt, erzählen Sie mir Ihr Leben und ich bringe Sie vors Schwurgericht. Ich könnte 20 Mal vom Schwurgericht verurteilt werden, wenn man sich mein Leben genauer anschaut. Aber ich bin nicht der Einzige. Vivimos en un mundo que está profunda y antagónicamente dividido en agrupaciones de naciones que representan tendencias económicas, sociales y políticas muy distintas. En esta conferencia igualitaria, donde todas las naciones podrán expresar mediante su voto la esperanza de sus pueblos, si se puede llegar a una solución satisfactoria para la mayoría, se habrá logrado dar un paso único en la historia del mundo. Si todos los pueblos que viven en condiciones económicas precarias son capaces de resistir las tentaciones de ofrecimientos hechos fríamente e imponen aquí un nuevo tipo de relaciones, la humanidad habrá dado un paso adelante. Si por el contrario, los grupos de naciones subdesarrolladas, respondiendo al canto de sirena de los intereses de las potencias desarrolladas que usufructúan su retraso, entran en luchas estériles entre sí por disputar las migajas en el festín de los poderosos del mundo, y rompen la unidad de fuerzas numéricamente superiores, nuestro esfuerzo habrá sido baldío y el mundo seguirá tal como está. No tiene mar, no. Tiene muchas montañas. Creo que es el mar. Creo que sí. El Caribe. El mar es fresco, caliente. Es cálido. Cálido. ¿Cuántos? Caliente. ¿Cuántos? 25, 28 grados. De hombre a hombre. ¿Te acuerdas? Muy bien. Gracias. Yo soy profesor universitario. ¿De qué? Yo fui también. ¿De qué usted es profesor? Soy profesor universitario de las materias de management, de administración. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí en la Universidad de La Habana. La revolución cubana no sirve tampoco. Es duro. Sí. Es duro para usted. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo va a ir? No, yo pienso que todos los gobiernos tienen cosas buenas y cosas malas. Si uno nació aquí, se adapta y se acostumbra tanto a las cosas buenas como a las cosas malas, y uno, bueno, trata de sobrevivir y convivir con esas cosas. La nueva generación no tiene conciencia política. Yo creo que sí la tienen. Lo que puede que tengan su particular visión del tema político. Ah, sí, no con un mismo fervor, ¿no? Claro. Quizás, bueno, no sé, cada generación se da sus propias metas y tiene su propia manera de ver las cosas, ¿no? Pero creo que sí. Creo que sí. Bueno, ha sido un placer. Fue el placer. Impresionante.
Zunächst danke ich Ihnen herzlich für die Ehre, Sie hier treffen zu dürfen. Denn die Sommeruniversität für Menschenrechte hier in Genf ist traditionsgemäß sehr wichtig. Die Tatsache, dass Sie sich eingeschrieben haben, dass Sie die Anstrengungen auf sich genommen und die finanziellen Opfer gebracht haben, um hierher zu kommen, bedeutet, dass Sie den Willen haben, für eine radikale Veränderung dieser mörderischen Welt einzutreten. Ich glaube, dass es diese Hoffnung ist, die uns heute Abend eint. Und wir können noch viel weiter gehen als mit dem Kampf gegen die Gaia-Fonds, den Sie mitverfolgt haben. Ich beantworte gern all Ihre Fragen. Zunächst einmal möchte ich Ihnen und Ihrer Arbeitsgruppe zu diesem äußerst ambitionierten Bericht gratulieren, der den verschuldeten Ländern einen großen Dienst erweist, besonders Haiti. Aber ich frage mich, dürfen wir zuversichtlich sein, dass der Ausschuss den Bericht annimmt? Ja. Moment. Ich meine, hier liegt nicht das Problem. Aber welche der Empfehlungen wird der Ausschuss annehmen? Denn wir sind in einem fast unüberwindbaren Widerspruch gefangen, was bei den Vereinten Nationen häufig der Fall ist, aber hier ganz besonders. Damit die Resolution wirksam ist, müssen die mächtigen Staaten sie annehmen. Wenn die Gruppe der afrikanischen Staaten sie annimmt, ist das wunderbar. Das stärkt die Zivilgesellschaft, das stärkt die Regierung in Ghana, die vielleicht eines Tages das Gespräch mit Washington abbricht, etc. Aber wenn die fünf mächtigsten Staaten nicht mitmachen, ich kann Ihnen deshalb nicht sagen, was in den kommenden 6 Monaten passieren wird. Es wird sehr, sehr schwierig werden. Und hier in diesem Haus und in den umliegenden Bistros und in New York wird es viele Verhandlungen geben. Dürfen wir hoffen, dass der Herr Professor eines Tages nach Afrika kommt, um sich dort mit der Zivilgesellschaft auszutauschen? Ich bin oft dort, aber Sie müssen kämpfen. Jeder muss dort kämpfen, wo er geboren wurde. Schluss, aus. Das ist so. Gott hat uns rätselhafterweise dorthin gesetzt, wo wir geboren worden sind. Dort müssen wir kämpfen. Wir leben unter einem mörderischen, absurden Regime, einer kannibalischen Weltordnung, die radikal geändert werden muss. Und wir können das tun. Es gibt keine irgendwie geartete Ohnmacht, die uns entschuldigen kann. Sie alle stammen aus völlig unterschiedlichen Kulturen. Aber sie sind mit einer Kultur geboren. Sie gehen aufrecht. Sie sind am Leben. Sie haben eine Ausbildung und sie werden eine Laufbahn einschlagen, die es ihnen ermöglicht, diese Weltordnung anzugreifen und zu bekämpfen. Dazu braucht es Solidarität, eine scharfe Analyse und vor allem Hoffnung. Le mur, là. Tu vois le mur? C'est le cimetière où je vais être enterré. Dans longtemps, j'espère. Merde, mais enfin, c'est là-bas que ça se passe. Oui. Oui, moi aussi. Ah, petite cimetière, oh, chouchou, non, toi, non. Ah. Salut. Prudence à Paris, hein? Erika ist eine Frau mit einer außergewöhnlichen Eigenschaft. Einem totalen Realitätssinn. Sie fragt mich, wie möchtest du sterben? Denn diese Frage muss man sich jetzt stellen. Unglaublich sowas. Ständig konfrontiert sie mich mit der Realität, wo ich doch mein ganzes Leben damit beschäftigt bin, ihr auszuweichen. Aber ja, man kann nicht akzeptieren, dass man stirbt. Das ist völlig inakzeptabel. Sartre hat übrigens gesagt, jeder Tod ist ein Mord. Jeder Tod ist ein Mord. Der Körper geht auf natürliche Weise seinem Tod entgegen. Denn die Zellerneuerung verlangsamt sich. Es ist eine Art physiologische Logik, die akzeptabel ist. Aber mit dem Bewusstsein, das in uns wohnt, verhält es sich völlig anders. Völlig anders. Es ist kumulativ.
Es gibt keinen natürlichen Tod für das Bewusstsein. Wie Sartre sagt, jeder Tod ist ein Mord. Es ist die Unterbrechung einer Geschichte, die für die Unendlichkeit bestimmt ist. Alles deutet darauf hin, dass wir für die Ewigkeit bestimmt sind. Oder wie Heidegger sagte, für das Sein. Merci.